Moinzen, meine Nigolentner, wenn wir auch wieder zurück zu einer Folge Dark Orbit. Jawohl, die es gewünscht haben, heute ist es mal wieder soweit, aber nur aus dem Grund, weil das Bluetooth, also der Gauntlet of Bluetooth Event wieder aktiv ist. Was ich gelesen habe, bis zum 5. August geht das wieder. Es gibt wieder ein gutes Ranking mit Belohnungen. Spricht für den ersten Platz 2 Millionen. Und wir müssen diesen Gate, diese ganzen Wellen besiegen und das so schnell wie möglich, damit unsere Bestzeit gewertet wird und wir in dieses Ranking reinkommen. Viele von euch kennen das Gate schon. Es war schon mal aktiv da, also es ist nichts Neues. Ich werde euch dann nochmal den Link dazu von dem vom letzten Video vor dem Gauntlet auf Bluetooth Event, so eine kleine Erklärung werde ich euch dann mal ins am Ende des Videos vielleicht nochmal kurz einblenden oder zwischendurch. Ansonsten ist das easy auf meinem Kanal zu finden, einfach Gauntlet auf Bluetooth Event oder so eingeben, man findet es sowieso. Und ja, ich habe mir gedacht, wir spielen das heute einfach mal so just for fun, weil viele von euch ja sowieso Bock haben auf eine normale Dark Orbit Folge, also vielen von euch reicht es ja eigentlich, wenn ich euch ja so meinen Standard so ein bisschen herzeige. Also wir fliegen normal auf der Map herum und machen einfach unser alltägliches Zeug. Und ich suche halt doch immer so ein bisschen die Herausforderung, damit hier für die Folgen doch noch Spannung ein bisschen entsteht. Ja, Dark Orbit ist ein geiles Game, aber es ist halt nicht mehr das, was es früher war. Aber man kann doch noch versuchen, also ich versuche wenigstens den Spaß immer wieder in diesem Spiel zu finden. Das ist auch, wenn man es allein spielt, einfach nur Spaß macht, ja. Weil man kann einfach viele Sachen in dem Game vergessen. Haben wir letztens auf Twitch schon diskutiert. Ich streame auch sehr oft auf Twitch in letzter Zeit. Also wer da mal gerne vorbeischauen möchte, kann gleich mal ein Abo auch da lassen, dass er Benachrichtigungen erhält, wenn ich mal wieder online bin. Aber sonst sind die standardmäßigen Streams dienstags und donnerstags. Link ist in der Videobeschreibung. Ich blende auch noch mal hier kurz unten ein den Link, also einfach auf Twitch Destricks eingeben und hier kommst du auch ganz easy hin. Ja, ich habe eigentlich vor, die Folge vor allem mit euch kurz, wie es geht, so ein bisschen durchzuspielen. Also wird sowieso wieder ein bisschen gekürzt. Also wir werden jetzt nicht die Stunde da verbringen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das geht überhaupt dauert. Und was mich in diesen Wellen erwartet. Auf jeden Fall gibt es wieder einen Battle Pass. Es gibt auch wieder neue Upgrade-Module für die verschiedenen Schiffe. Eins für Sentinel und die anderen zwei habe ich mir nicht angeschaut. Auf jeden Fall sind die wieder recht interessant. Ich werde euch den Link wieder zu dem Forum-Beitrag in die Videobeschreibung reinpacken, weil das haben sie geändert. Wieder, also die Belohnung haben sie in diesem Forum-Beitrag geändert. Das heißt, einfach den Link unten anklicken und ihr seht nochmal, was es mit diesem Gate so auf sich hat, wer sich dafür interessiert. Wer keine Ahnung hat, gibt es ja immer noch Leute, die fangen neu das Game an und wissen nicht, wie was funktioniert. Dafür bin ich gern für euch da. Und ja, auch auf Twitch. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Und ich möchte auch von euch in dieser Folge wissen, ob ihr derzeit einfach Bock habt auf so normale Standardfolgen, so wie jetzt, wenn wir hier 10 Minuten über die Map fliegen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich euch dann einfach so ein bisschen wieder meinen Alltag erkläre. Wir schauen, vielleicht finden wir was zum Jagen, ihr wisst, wie es ist. Ich habe das schon so oft genug erklärt, schreibt es mir so in die Kommentare ein bisschen, ob es so Standardfolgen reichen oder ob es so bleiben soll wie jetzt, dass ich wirklich nur eine Folge mache, wenn es auch irgendwas Interessantes gibt, also so richtig interessant und nicht mehr diese 0815 Folgen, weil wir haben schon extrem viele DO-Folgen. Wie ich schon im Stream gesagt habe, was ich über DO gemacht habe, ist ja wie ein Videotagebuch über meinen Account. Muss dazu sagen, auf Twitch in letzter Zeit nicht nur Dark Orbit am Streamen, gell? Also das muss ich auch gleich sagen, also ich spiele Abwechslungsspiele, also so ist es jetzt nicht, dass ich mich noch immer auf ein Game fixiere. Das muss ich immer dazu sagen, weil dann viele von euch immer gleich so enttäuscht sind. Aber ich kann nicht nur ein Spiel spielen und DO ist jetzt nicht mehr so mein Hauptspiel.
Also ich mache, wie gesagt, gerne Events und sowas, wirklich. Die Events sind immer wieder interessant und machen Bock, aber was ich da jetzt sage, ich muss mich da jetzt noch an meine Quests dran setzen, 10.000 Spieler-Quests und so. Das ruhe ich mir da nicht an, weil die Fights, das ist nur Bots abfarmen. Ansonsten, was soll ich sagen, wer sich da noch so ein bisschen für mein Privatleben interessiert, mir geht's gut. Kann mich nicht beschweren. Die ganze Situation zu Coronavirus möchte ich jetzt eigentlich auch nicht viel sagen. Es ist, wie es ist. Nervig für jeden. Kann ich verstehen. Und ja, weil ich davon auch schon nicht mehr genug hören kann, gibt es auch nicht viel Diskussion drüber. Und keine Ahnung mehr, wie viele Wellen das geht hat. Kann man auch erinnern, dass am Ende der Boss kommt, der Große, mit diesen Türmen. Den habe ich schon damals Mission geschafft. Es gibt auf jeden Fall bei dem Gate wieder ein normales und leichtes Gate. Also die normale Version, also die stärkere und die einfachere Version leicht auf 1.3. Na, 1.4 war das gleich. 1.3 oder 1.4. Da steht, glaube ich, eh nochmal da. Dann nochmal kurz rein. X1 Maps, genau, ist das leicht. Über X1 Map kommt es auf das leichte und X8 ist das normalere. Aber nur das normale Gate wird für dieses Event gewertet. Also wenn du das leichte spielst auf Zeit, wird es nicht gewertet für die Endbelohnung, was ihr mitmachen könnt da für das Event. Sage ich ja auch gleich vorab. Steht zwar eh nochmal in der Forumbeschreibung, aber ich bin so frei. Sonst Login-Kalender bitte jeden Tag abholen. Es kommt jetzt dann wieder, ich glaube jeden 10. Tag oder so, ist immer diese Belohnung von 200 Axion da für die Upgrades. Der Upgrade-Rohstoff, den ihr da braucht, ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr da trotzdem den Login-Kalender macht. Auch wenn ihr sagt, ihr spielt es gerade selber nicht so aktiv, aber dann holt euch wenigstens das, upgradet euer Laser und dann könnt ihr wenigstens noch das PvP genießen. Weil PvE auf der Map bin ich auch nicht mehr so für. Nur Events und PvP auf Karte, wenn wo was ist. Aber in letzter Zeit ist auf den BL-Maps sowieso nur gerade so ein bisschen die Bots abfarmen. Meistens Bots, meistens Spieler. Aber es geht, macht Bock. Vor allem, da sind Aliens dabei, die sieht man nicht so oft. Ich glaube, würde die O noch so extra Maps machen mit solchen Aliens. Das Verfahren zum Rumfliegen. So neue Maps noch dazu. Das System etwas vergrößern. Noch mehr Server zusammenlegen. Wäre das, glaube ich, hardcore. Würden vielleicht noch weniger Leute botten. Aber was sind wieder meine Vorschläge? Ich habe da letztens auf Twitch so eine Diskussion gehabt. Mit den ganzen Bots. Mit so vielen Vorschlägen. Haben wir wieder stundenlang Diskussionsrunde gemacht. Also oft, wenn ihr da auch mal wieder Bock habt auf so eine Diskussionsrunde. Oder so eine Fragerunde, ja? Ne, da gar mit Fragerunde. Oder Diskussionsrunde. Sowas können wir gerne machen auf Twitch oder auf hier mit YouTube. Ihr stellt mir einfach mal Fragen. Ihr lasst mir die Fragen zukommen. Ich beantworte die dann nochmal im Video. Sowas haben wir lange nicht mehr gemacht. Habe ich oft genug vorgehabt, nur mir haben die Fragen nicht gereicht. Weil ich möchte schon ein bisschen so über 10 Minuten kommen. Dann wäre es schon nice, dass da einige Fragen da sind. Aber es kommen meistens unter jedem Video nur so einzelne Fragen, die beantworte ich gleich, weil mehr kommen da auch nie. Müsste ich ungefähr 10 Videos abwarten von den Fragen her. Oder es sind meistens nur Ausrüstungsfragen und keine allgemeinen Fragen. Die beantworte ich dann auch gleich. Gleich. Oder im Stream kommen auch oft genug Fragen, wenn wir welchen Weg einschlagen soll, wenn er schon eh alles hat. Da wären wir. Haben ein bisschen vorgespult für euch. Letzte Welle. Wir kennen sie, die vier Geschütze. Der Boss. Ich hoffe, ich kenne noch. Wir werden es gleich sehen, ob ich das noch schaffe. Ja. Ah ja, mit den. Oh, mit diesen fetten Raketen. Wir kennen sie alle. Oh, Achterkreisel. Jetzt kann ich mich wieder erinnern an den Scheiß. Oh, der war hardcore. Was? Mit Insta sterb ich? Schneid mal raus. So. Also, schauen wir mal, ob der erste Versuch das wird, was ich möchte. Ja, also. Ja, wir haben hier Raketen. Die müssen wir wieder aufpassen. Kennen wir ja von früher.
in dem Achterkreisel. Insta-Schild funktioniert nicht, gell? Also das wollte ich euch mal so dazu sagen, ja. Also wenn ihr da jetzt denkt, ihr könnt jetzt einfach Insta-Schild zünden oder dass die Raketen nichts wirken, komischerweise gehen die durch, ja. Also, ja, habe ich mir noch vom letzten Mal nämlich aufgeschrieben. Boom! Ah! Geschafft! Ah, und das beim ersten Versuch, meine Lieben! Das muss man mal schaffen, ja? Also Daumen rauf auf jeden Fall für mich. Und ja, das war's mit dem Gate. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deine Wertung 1333. Macht das mal zu Hause nach. Schreibt mir vielleicht eure Wertung auch in die Kommentare. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Deswegen Daumen nach oben da. Abo gerne da lassen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, immer wieder gern. Ansonsten schaut jetzt noch bei den anderen Videos vorbei, die ich jetzt noch so einblende. Einmal über das Kera-Schiff für euch nochmal und einmal über das Bluetooth-Event. Gibt es auch nochmal ein Erklärungsvideo für euch. Und unten in der Videobeschreibung gibt es den Forum-Link für das Bluetooth-Event. Und wie ihr auf meinen Twitch-Kanal kommt, gibt es da unten auch einen Link. Ich sage jetzt danke wieder mal, reingehauen und wiederschauen.